Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Die Sims 2 bei Familie Blümel. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, wie weit ich hier eigentlich bin. Kriegt sie bald das Baby oder nicht? Oder keine Ahnung. Duschen, säubern, geh dann einfach mal schlafen, bitte. Ach so, warte mal, du bist allein daheim. Oh, Hilfe. Okay, warte mal, rauslassen. Rauslassen, schlafen. Bitte mach das einfach mal. Bitte schrei nicht los. Hey, aber das ist der erste, der... Achso, nee, warte mal, ich warte lieber noch ab. Der Arbeitstag zieht sich unendlich in die Länge und niemand scheint mehr Lust zu haben. Ein Kollege schlägt eine 5-minütige Mittagsparty vor. Mittagstanzparty vor. Und einige Sims beginnen ohne Musik zu tanzen. Soll Niklaus sich ihnen anschließen oder vorsichtshalber sitzen bleiben, damit er sich nicht blamiert? Wieso arbeitet Niklaus? Er ist in der Schule. Niklaus lässt sich keinen Tanz, mag er noch so kurz oder peinlich sein, entgehen. Er springt auf und legt los. Bald ist das ganze Team auf den Beinen an. Alle tanzen zu der lautlosen Musik und nach 5 Minuten ist die Stimmung grandios. Niklaus' Begeisterung für Musik und Tanz wächst. Okay. Ich verstehe zwar nicht, warum er arbeitet angeblich, aber er tut es, gell? So, Logik, Körper, Kochen, Mechanik. Wir haben noch einiges zu lernen hier. Papa. Ah ja, genau, der Kleine, der kann hier jetzt erstmal, was kannst du denn lernen? Kreativität. Dann lerne hier nochmal Kreativität. Ich möchte irgendwie, warte mal, wir werden hier, das ist so oder so kacke, gell? Die Lampe werden wir entfernen. Das Ding werden wir auch entfernen. Das wird gerade im, das ist gerade im Gebrauch. Das kann ich nicht ändern. Toll, Katze. Was machst du denn da? Tritt nicht immer auf die Sachen drauf. Brrr. So, die Blume, die kann von mir aus hier stehen. Nee, die kann da nicht stehen. Warte mal. Da ist jetzt die Blume im Weg, gell? Da ist auch die Blume im Weg. Die können wir einfach mal da stehen lassen. Das ist generell alles kacke gerade. Ich möchte nämlich... Ach Katze, ich sehe schon wieder nichts. Geh weg da. Du. Uzi. So, warte mal, wo ist denn das jetzt? Kreativität? Wo war denn der komische Tisch? Bin ich jetzt komplett blöd? Hallo? Hallo? Ah, da ist er. Okay, das hätte ich nicht mehr so machen müssen, ne? Weil ich kann jetzt einfach sagen, hier rundherum können die Kids malen. Ja, dann können sich halt die Erwachsenen nicht unbedingt hinsetzen. Aber das ist mir Schnuppe. Das ist mir sowas von Schnuppe. Warte mal, du kleiner Racker. Du kannst dich dann mal hier hin und zeichnen üben, bitte. Genau, weil dann kann ich das hier nämlich nochmal verkaufen. Okay, du bist zu Hause angekommen. Ah ja, genau, du verdienst schon Kohle, gell? Mechanik. Kannst du da eigentlich irgendwas machen? Nee, gell? Dann wirst du mal Mechanik lernen. Aber am besten gleich oben in deinem Zimmer. Hast du Spaß? Oh ja. Warte mal, was machst du eigentlich? Achso, du warst... Hausaufgaben hast du ja keiner. Geh mal hier aufs Klo und duschen und dann lernst du ein bisschen Mechanik. Und du, meine Liebe, gehst schlafen, genau. Du brauchst Spaß. Du brauchst auch Spaß. Warte mal, du möchtest doch sicher noch Logik lernen, gell? Ja. Dann lern du mal ein bisschen Logik. Eigentlich könntet ihr das beide machen, weil Kreativität habt ihr ja beide schon hier oben. Mit Rebecca mitmachen, bitte. Kreativität auf Maximum, Kreativität auf Maximum. Okay.
So, Fähigkeit, Kreativität. Oh, schau, der Vater kommt auch heim. Was ist mit dir? Was ist los? Wieso gehst du nicht schlafen? Oh, genau. Knuddeln, spielen. Oh nein, 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 nein. Umarmt werden. Knuddeln, spielen. Was, hä? Hä, was macht ihr denn für ein... Geh hier üben. Bitte, danke. So, was ist mit dir? Du gehst einfach da oben schlafen. Nee, geh da schlafen, bitte. So, warte mal, kann ich dir das Kind geben irgendwie? Um Erlaubnis bitten, auszugehen. Dennis geben an. Genau, das möchte ich jetzt machen. Dann warst du noch. Du warst noch nicht duschen. So, Mechanik lernen. So. Du kriegst jetzt das kleine Kind. Ich glaube ja nicht, dass wir deine Begeisterung für Spiele nicht gesehen hätten. So. Verzieh dich. Was ist mit dem Kleinen? Das fertig mit Malen. Zeichnen. Okay, wunderbar. So, verzieh dich. Ein Logikpunkt. Was ist mit dir? Du hast dein Baby in der Hand, gell? Oh, Katze, ich sehe nichts. Jetzt war ich schon wieder längere Zeit nicht da und du willst schon wieder hier beschmust werden, gell? Was ist mit dir jetzt? Warum gehst du nicht duschen? Hallo? Duschen gehen. Und dann Mechanik lernen, hatte ich gesagt. Oh, ja, schönes, braves Baby. So, warte mal, setz das Kind mal bitte hier ab, dann kannst du mal bitte aufs Klo gehen. Also sollte es jetzt gerade im Mikrofon ein bisschen lauter gewesen sein, tut's mir leid, die Katze ist dran geschlürft beim Nachdrehen und Weggehen. So, was ist mit dir? Mal noch ein bisschen, komm. Du noch ein bisschen malen. So, du hast einen Logikpunkt bekommen, das heißt, ihr seid jetzt auf Gleichstand. Eigentlich so ziemlich, gell? Sie haben morgen Geburtstag. Oh, um 18 Uhr. Dann haben wir noch zwei weitere Teenager. Yeah. Lass das Kind bitte in Ruhe. Geh Mechanik lernen, so wie ich es ihr gesagt habe. So, du gehst. Ja. Hier, knuddeln, tragen, alles Mögliche. Du lernst hier einfach Mechanik. Mechanik lernen, Mechanik lernen, Mechanik lernen. Du musst Mechanik lernen, denn du solltest noch ein bisschen hier. Es ist schon spät, ich mache die Düse. Tschüss! Du solltest hier noch ein bisschen 1 minus 1 minus. Okay. Hygiene-Handrang. Spaß haben wir eigentlich noch nicht ganz voll, aber es wurscht. Benutzen, duschen. Du hast auch Hygiene und Haartrag. Du hast schon ziemlich viele Spaß eigentlich. Du gehst mal hier oben bitte. Dann machst du deine Hausaufgaben. Hausaufgaben machen. Du machst auch deine Hausaufgaben. Und dann könnt ihr ja nochmal spielen. Ha? Was haltet ihr davon? Du malst, gell? Boah, malst du tolle Sachen. Was ist das denn? Weiterzeichnen. So, wie geht's dir? Dir geht's eigentlich ganz gut bisher, gell? So, die sind alle beschäftigt. So, was ist jetzt mit dem kleinen Baby? Absetzen. Das ist, fütter das einfach mal. Dennis die Flasche geben. So, Dennis die Flasche geben. Dennis hier ins Bettchen legen und dann räumst du das mal ab. Du könntest dann mal, wenn du da fertig bist, aufs Töpfchen gehen oder geh einfach gleich aufs Töpfchen. Das können wir dann abschalten. Ah ja, und wir brauchen auf alle Fälle. Hoppala, jetzt habe ich unabsichtlich abgebrochen. Wir brauchen noch Licht. Das war nämlich die falsche F-Taste. Ich wollte eigentlich F2 drücken. So. Wir haben. Super, jetzt weiß ich wieder nicht, wie lange das gelaufen ist, gell? Kacke. Wir haben hier so tolles Licht, so solche Sachen. Cool, Disco-Licht.
Noch mehr Disco-Licht. Disco-Licht ist da. Schau, buntes Disco-Licht. Alles Mögliche. Was haben wir hier? Wow. Einen voll krassen Kronleuchter. Schau, das wird jetzt auch erhellt. Sehr schön. Ja, toll. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt schon gelaufen ist, aber ja, was soll's. Ein paar Minuten wird schon gewesen sein. Genau, du machst deine Hausaufgaben, du machst deine Hausaufgaben. Alles wunderbar. Du schaltest es dann aus. Du bist momentan auf dem Töpfchen. Dann kannst du hier vielleicht noch, genau, du kannst hier noch ein bisschen was trinken. Genau, trink hier nochmal was, bevor du nochmal aufs Töpfchen gehst. Ich breche auch immer mitten im Strahl ab. Alter Falter. Okay, und du lebst eh noch ein paar Tage. Das heißt, deinen Wunsch von 10 Kindern zu bekommen, das wird man wohl hoffentlich irgendwie erfüllen können. Weil wir haben ja noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das 8. ist unterwegs. 7 Kinder haben wir schon. So, hast du noch Hunger? Nein, das passt. Gell? Das ist wunderbar. Aufräumen. Räumen das mal auf, bitte. Ich werde, glaube ich, in Zukunft einfach nur noch diesen Tisch kaufen. Weil du kannst da Mechanik und Kreativität lernen. Beides gleichzeitig. Und hast im Prinzip einen Stehplatz weniger. Ist einfach viel, viel besser. So, üb einfach mal ein bisschen Klavier. Damit du Spaß bekommst. Bei dir, genau, hatte ich gesagt, lern dann nochmal Dingens. Du kannst dann hier nochmal Reste essen. Achso. Oh, schau, du bist auch wach. Hier, nee, weglegen. Schau. Weglegen. Und dann können wir hier Jakob ins Bettchen legen. Das hier leer machen. Dann gehst du einfach mal... Oh. Ups. Okay, hoppala, ich hab... Oh, ups. Ich habe auf den Geburtstag total vergessen. Hoppala. Okay, ihr werdet euch jetzt hoffentlich ein Zimmer teilen. Das wäre irgendwie voll nice, wenn das geht. Aber ich glaube, das geht fast nicht. Ich kann nur... Warte mal, wir haben hier ein bisschen Geld. Haben wir ja... Oh, seit wann haben wir 9000 Simoleons? Das habe ich gar nicht mitbekommen. So, wir haben jetzt zwar ein voll großes Bett. Aber wir könnten noch mal ein kleineres dazugeben. Mit Energie 6... Das haben wir jetzt eine... Oh, das hat so schlechte Energie. Echt jetzt? Okay, warte mal. Wir müssen hier das wegmachen. Aber dann sieht das halt nicht mehr so jugendlich aus, gell? Energie 6. Okay, warte mal, das kriegt sie erstmal. Ah, genau, das Bett. Oh, nein, warte, nicht in der Form. Was? Okay. Wieso haben wir jetzt gerade mehr zurückbekommen, als was wir ausgegeben haben? Hm? Keine Ahnung. So, wir wollen das hier. Das sieht ganz cool aus. Und dann haben wir ja, glaube ich, irgendwo rosarote Bettwäsche, genau. Aber rosarote Bettwäsche schaut ja schlimm aus. Na ja, gut, okay, das geht. So, das wäre mal das eine. Dann brauchen wir noch blaue Bettwäsche. Das hier. Na ja, gut, okay, nehmen wir das hier halt. Und dann nehmen wir noch dieses Bett. In dieser Farbe auch und mit diesem blauen hier. Passt. Okay, dann haben die... Ich glaube nämlich nicht, dass die zusammen in einem Bett schlafen werden. Jetzt haben wir wieder weniger Kohle. Wurscht. Jakob Blümel schlafen im Schlafanzug. Das machst du dann bitte. Und du, mein Lieber, musst dann noch ein bisschen hier spielen. Spielen, 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 spielen. So, was machst du?
Du brauchst dein Kind nicht mehr hinlegen, du kannst sie noch ein bisschen weitermalen. Du kannst jetzt ein bisschen Kohle verdienen. Ja. So, du möchtest Logik maximieren. Ja, ist klar, dass du das maximieren möchtest. Schaffen wir das noch? Was willst du? Du willst gut aufwachsen? Ja, ich meine, das schaffen wir heute sicher nicht mehr. Hast du jetzt schon? Ah, tatsächlich. Ah, okay. Nice. Du hast es schon maximiert. Ja, du könntest eigentlich eh ein bisschen länger spielen als Ärger. Weil du gehst jetzt dann noch was essen. Und dann gehst du schlafen. Und du spielst noch ein bisschen, gell? Was? Da, halt! Ein Spiel gegen Niklaus gewinnen. Alter! Wieso? Oh Mann, okay. So, was ist mit dir? Du kannst jetzt mal aufhören zu spielen, Teller. Oh, wir sollten wieder kochen. Was ist mit dem. Hä, was ist mit dem Kind? Ist es angeschissen? Ich habe keine Ahnung, gell? Ich habe echt keine Ahnung, was mit dem Kind los ist. Mann, jetzt hast du den Wunsch gar nicht mehr hier, das zu maximieren. Was ist denn das für ein Scheißdreck? Oh, was haben wir denn da? Luna und Ben. Okay. Kommt der Winter schon wieder? Nee, wir sind im Frühling, okay. Was ist mit dir jetzt? Du gehst hier runter, Mechanik. Alter! Du hast. Windeln wechseln, schau. Knuddeln, spielen. Du gehst jetzt nochmal hier hoch. Du lernst jetzt nochmal Mechanik. Ob du willst oder nicht, das ist mir jetzt Wumpe. Dann wirst du die Akne-Creme verwenden. Ne, warte mal, zuerst überprüfen und dann die Akne-Creme verwenden. Genau, du kümmerst dich um das Kleine und dann kannst du hier die Windel aufräumen. Und dann kannst du bald mal schlafen gehen. Oh, es ist hier schon allerhöchste Zeit zum Schlafen gehen für dich. Eigentlich auch bald mal, gell? Okay, du gehst jetzt schlafen, du schläfst schon. Okay, Mädel, du gehst jetzt auch schlafen. Einmal schlafen, bitte. So, dir geht's soweit noch gut? Ja. Wunderbar. Wunderbar. Bei Geburtstag helfen? Oh, nein! Das Kind wird es. Alter, ich habe das voll vergessen. Das ist auch ein Junge, gell? Da. So. Dennis zum Kuchen bringen. Das Bild ist fertig. Verkauft es noch schnell. 694. Abspülen. Genau, Geburtstag. Verliert Begeisterung für Filme und Literatur. Ist wurscht. So, jetzt haben wir wenigstens einen Geburtstag nicht übersehen. Alter Falter. Okay, übersehen. Eigentlich übersehen habe ich ihn trotzdem, aber wir kriegen wenigstens einen Geburtstag noch mit. Ciao. Hier. Du scheinst wieder braune Haare zu haben. Und dieser junge Mann hat natürlich auch braune Haare. Alter, die Kids haben alle braune Haare. Wie lächerlich ist das denn? Es haben alle die braunen Augen von der Mutter bekommen. Aber wirklich ausnahmslos. Okay, beim jüngsten Kind sehen wir es jetzt nicht, aber bei den ältesten beiden ist es nämlich auch so. Die haben auch beide die Augenfarbe der Mutter bekommen. Und Dennis ist zum Baby geworden, also zum Kleinkind geworden. Deine Leidenschaft für Bastelei. Hey Kind, warte mal. Was ist mit dir? Okay, warte mal, ist gleich mal was. Hier benutzen. Erik Faller. Okay. Abhauen. Ist hier eine ganz gute Idee. So, wenn du den Punkt jetzt bekommen hast, dann können wir gerne aufhören. Dann kannst du gerne was essen. So, warte.
Nee, 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 warte mal. Abspülen, abspülen. Ich weiß, du magst das nicht. Das ist mir sehr bewusst, aber mir ist es egal. Du wirst dann auch hier eine Ding. Okay. Und du, kleiner Mann, wir sehen dich nicht. So, und du, man sieht es eh schon wieder. Du hast, ich komme nicht näher ran. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber er hat sicher wieder, er hat braune Augen und braune Haare. Alter, wie langweilig ist das denn? So, du badest jetzt den Kleinen mal bitte. Genau, du drückst dir deinen Pickel aus irgendwie. Oder auch nicht. Aus den Ändern für Dennis. Okay. Dennis das Laufen beibringen. Oh ja, das wollen wir. 2, 4, 6, 7, ja, sie bekommt nur ein Kind. Okay. Donnerstag. Heute werden die beiden älter. Das heißt, sie können dann auch gleich Jobs anfangen, gell? Da, Logik maximieren. Wann bist du ausgeschlafen? Da musst du nämlich gleich hier noch ein bisschen Logik üben. So, du hast gegessen. Iss bitte noch mal was, ha? So, du bist fertig. Der Kleine ist soweit. Okay, der möchte sprechen lernen. Der kann aber soweit hier mal mit dem Ding spielen. Und du gehst einfach mal schlafen. Anstrengend, anstrengend, anstrengend. So, die jüngeren Kids, die schlafen alle. Was ist mit dir? Hygiene? Nee, 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 nee. Du wirst es nicht baden. Du gehst dich duschen, das geht schneller. Harntragen. Alter, es ist schon wieder 3 Uhr morgens. Aber du musst ja zum Glück eh nicht so früh raus. So, abspülen, genau. Der Kleine hier, der lernt jetzt erstmal ein bisschen sprechen oder Charisma, sagen wir es mal so. Also da haben wir noch eine dreckige Windel, ja. Hier aufräumen. Und dann kannst du wieder ein neues Bild anfangen, bitte. Oder warte mal, bevor du ein neues Bild anfängst, wirst du hier erstmal die ganzen Teller nehmen. Einfach mal, damit der Kuchen hier nicht umsonst weggeschmissen wird. Oder das Essen wegschmeißen ist sowieso irgendwie das Schlechteste, was man machen kann, finde ich. So, abstellen. Abstellen. Wo du das abstellst, ist mir der Wumpe. Stell es einfach irgendwo ab. Mei, jetzt ist ja schon wieder was kaputt gegangen. Ich glaube, du musst dann beide Sachen mal hier. Oh, warte, warte, warte. Oh nein, nicht essen, nicht essen, nicht essen. Nein! Genau. Harntrang. Oh, das müssen wir dann auch bald mal machen. Ich hoffe, wir können das jetzt auch fertig machen. Das sollte jetzt eigentlich nur noch ein Kuchenstück sein. Nö. Also diese Kuchen sind schon geil irgendwie. Oh, ernsthaft? Es ist ihr Ernst. Das glaubt man doch nicht. Kannst du da noch mal schnell helfen? Nee, nicht wirklich, gell? Oh, du bist ausgeschlafen. Oh, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wunderbar. Reste weglegen. So, nicht essen. Okay. So, der Kleine soll hier jetzt erstmal ans Töpfchen gewöhnt werden. Ach, du bist so toll, Kind. Echt, du bist so toll. Reste weglegen, 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 weglegen. Wir haben jetzt dann gleich sowieso noch 2 Kuchen. Aufräumen, alles, alles. Mach einfach alles. So, was ist mit dir? Du möchtest eigentlich eine großartig. Okay, warte mal, du machst dann hier mal das Bett, wenn du aufstehst. Du könntest eigentlich mal eben schnell dann einen Kuchen essen und dann üben. Ich hoffe, ich habe den jetzt nicht angeklickt, dass er den wegräumen soll.
Nee, passt. So, dann machst du hier das Bett und da das Bett. Du brauchst dann auch noch mal ein bisschen Spaß. Okay. Videospiel spielen lasse ich noch mal sein. Du möchtest jetzt eh das. Oh Gott, nein, du hast den Wunsch schon wieder verloren. Was soll denn der Mist? Warum? So, was ist mit dem Kleinen jetzt? Okay, warte mal, den können wir ins Bett legen. Dennis, bitte ins Bett legen. Tu mir den Gefallen noch und dann darfst du gerne schlafen gehen. Dann darfst du gerne schlafen gehen. So, was ist mit dir eigentlich? Ah, gar so ordentlich bist du gar nicht, gell? Wurscht. Abspülen bitte und dann kannst du gerne Springseil springen. Hier mit Rebecca mitmachen. Aufräumen, zeichnen. Oh, schau, jetzt hast du es geschafft. Und du bist nicht überglücklich. Das ist so blöd, über Hobby reden. Niklaus? Ah, okay, du machst das jetzt noch ein bisschen. Ja, wunderbar. Also die ganzen Kinder sind schon mal wach und beschäftigen sich leise. Was brauchst du? Du brauchst dann noch Mechanik oder was? Gar keine Ahnung. Kampf der Bands, Preisrichter. Ja, wurscht, wir warten bei dir einfach ab, weil du müsstest eh irgendwann mal dann zur Uni und so und ja. Ach, der Schulbus kommt in einer Stunde. Ach so, das kann dir aber wurscht sein, gell? Du könntest ein bisschen was für deine Fitness tun. So, dann haben wir hier Spaß, Spaß, Spaß. Eine 1 plus bekommen. Junge, du hast noch eine 3. Ja, jetzt ist halt die Frage, was könnt ihr eigentlich beide tun, gell? Du bist sehr aktiv. Du bist weniger aktiv. Ja, wurscht. Wenn du dann Teenagerin bist, kannst du dann endlich mal dein Sportding da verwenden, gell? Handrang. Hans geht zum College. Das könnte ich natürlich bald mal machen, gell? Wenn mal schläft der Kleine noch? Ja. Erhält einen Kreativitätspunkt. Nice. Nice, nice, nice. So, die Kids sind beschäftigt. Es ist so super. Aufwischen. Reste nehmen. Was ist es? Ist es schon wieder kaputt? Ernsthaft? Die Fahrgemeinschaft für Willi fährt in einer Stunde. Okay. Du hörst auf und du hörst da auch auf. Wie sie das synchron machen. Dum, dum, da, dum, da. Die Frage ist nur, macht dir das Spaß auch? Nee, das macht dir keinen Spaß. Okay, dann lassen wir das mal. Springseil, macht dir das Spaß? Oh, ein Körperpunkt. Wir haben nichts mehr Gescheites zum Essen. Harntrang, Hygiene. Okay, ich glaube, du solltest sowieso mal kurz aufstehen. Benutzen, duschen und dann kannst du gerne weiterschlafen. Macht dir das jetzt Spaß? Naja, auch nicht so wirklich. Dann spiel einfach mal die Sims. Du bist fertig. Du kannst Dennis rauslassen, bitte. Und ihm eine Flasche geben. Flasche holen für Dennis. Und dann wirst du eh schon zur Arbeit abgeholt. Ah, okay. Also, das heißt dann, in der nächsten Folge wird sie wahrscheinlich dann ein Baby bekommen, gell? Gut.
Du, kleiner Mann, du kannst jetzt erstmal hier die Flasche trinken. Genau. Und du gehst dann arbeiten. Wunderbar. Wunderbar. So, dann gehst du mal schlafen. Und du kannst dann hier spielen, wenn du fertig gegessen hast. Und dann würde ich aber auch schon sagen, dass ich hier einen Cut mache. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin dann erstmal. Ciao, ciao.